Welcome back to the Flight Deck. Herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Das Blade Q&A Teil 2 ist raus und wir beginnen direkt mit der ersten Frage. Und zwar, wird die Blade im Game erwerbbar sein? Jein, sage ich jetzt mal. Das Schiff ist nicht kaufbar im Sale, jetzt vor Ort, dann später im Spiel. Aber als Achievement wird es möglich sein, das Schiff nochmal freizuschalten. Aber so als kaufbares Schiff nicht. Ja, das ist doch halt immer schon mal viel wert. Und die Frage 2 ist ja halt eben auch nicht ganz unberechtigt. Was macht das Schiff denn so wahnsinnig teuer? Das ist jetzt wirklich eine Frage, die so vielen Leuten sehr übel aufstoßen wird. Aber ich beantworte sie, sie ist selten. Das ist eigentlich alles. Es ist halt einfach ein seltenes Schiff. Und sie ist halt eben auch billiger als die Thais damals zum Beispiel, weil die ist wesentlich komplexer vom Design her. Trotz alledem ist es halt einfach so, dass Vanduul-Schiffe halt eben einfach durch ihre Seltenheit wesentlich teurer sein sollen. Es ist auch so, so ein Starterschiff wie eine Aurora ist in einem anderen Preissegment, weil die en masse produziert werden. Ein Schiff wie eine Blade oder eine Glaive ist ein Sammlerstück als Replika und deswegen teuer. Vor allen Dingen Nachbau. Handarbeit und so ist halt einfach ein bisschen pricey. So, genau. Harte Antwort. Genau. Nächstes ist halt so, wird es weitere Blade-Sales geben wie bei den anderen Vanduul-Schiffen? Noch nicht in Planung, aber wenn sie wieder verkauft wird, dann wird es so sein, dass sie ohne LTI kommt. Holy crap, das ist ja, irgendwie das ganz schön, ist so. Das ist ja irgendwie ganz schön übel. Okay, gut. Die nächste Frage war, werden Angriffe auf Vanduul-Schiffe genauso bestraft, als wenn du ein anderes Schiff angreifst, halt so von menschlichen Spielern? Tja, leider ist es so, natürlich, es ist völlig egal, welches Schiff ihr fliegt, jeder Angriff auf einen menschlichen Spieler wird genauso bestraft. Dementsprechend also, ist es scheißegal, ob du halt eben in einer Glaive, in einer Blade und einer Thais sitzt. Wenn du halt eben angegriffen wirst und halt so, ihr battelt euch, dementsprechend ist es halt nicht so, dass halt so der Angreifer halt einen Bonus bekommt, weil du ja an einem Vanduul-Schiff sitzt. Es ist völlig egal. Es ist irrelevant. Es ist völlig irrelevant. So, nächstes ist halt so, wird die Blade es einfacher machen, in sich im Vanduul-Territorium zu bewegen? Was glaubt ihr? Tusch? Nein! Ihr habt den Transponder nicht. Ohne Transponder wird jeder Vanduul erkennen, dass es ein Replika ist. Dementsprechend halt so, die Vanduul werden euch halt eben direkt erkennen und angreifen. Das heißt halt so, wie gesagt, es ist ein Replika. Der Transponder ist nicht mit drin. Das heißt, die Vanduul werden direkt wissen, dass ihr nicht einer der ihren seid. Macht es besser nicht. Aber ein menschlicher Spieler könnte sich vielleicht täuschen lassen und könnte dann sagen, oh Gott, die Vanduuls greifen an. Na, eventuell. Oder die geht direkt halt eben zum Angriff über, was jetzt auch nicht unbedingt ein positiver Effekt wäre. Anyways, nächste Frage ist halt so, welche Waffenangaben stimmen denn jetzt eigentlich? Tja, das Schiff ist tatsächlich relativ schwach bewaffnet. Tatsächlich sind es zweimal Size 1 Gimbelt-Waffen und einmal Size 2 Fixed. Man könnte sagen halt wahrscheinlich, wenn es übertragbar ist mit anderen Schiffen, dass es halt dreimal Size 2 Hardpoints sind. Ist jetzt nicht dolle, war aber auch die ganze Zeit nicht so. Insofern überlegt es euch einfach. Aber die Raketen kommen noch dazu. Ja, die Raketen kommen noch dazu. Gut, anyways, aber da kommen wir auch direkt zur nächsten Frage. Gibt es irgendwelche spezielle oder geheime Vanduul-Technologie an Bord dieser Schiffe? Tja, nein. Das ist echt so ein Punkt, wo ich echt sage so, natürlich ist es eine Replika, aber ich habe auch keine Komponenten an Bord, die irgendwo Gimmicks sind, die ich in anderen Schiffen nicht haben könnte. Insofern halt, es ist ein komplett menschliches Produkt. Es sieht aus halt eben wie ein Vanduul-Fighter. Ist es von den Specs her halt irgendwo auch, aber du hast halt eben überhaupt gar keine Vorteile gegenüber anderen menschlichen Konstrukten. So, ja? Dementsprechend, nö. Nö, gibt's nicht. Ist halt nicht so. So, weiteres. Die nächste Frage ist halt so, wird Asperia, also der Hersteller halt so der ganzen Vanduul-Schiffe, irgendwelche Vanduul-Replika-Komponenten zum Kauf anbieten? Und die Antwort ist? Nein, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist es so, dass du menschliche Komponenten einbauen kannst, konventionelle Komponenten. Es wird so ein bisschen jetzt hier in der Frage offen gehalten. Bis jetzt plant das Asperia nicht. Es kann natürlich sein, dass irgendwann Vanduul-Komponenten natürlich kopiert werden. Aber das steht jetzt nicht in der Antwort drin, es wird offen gehalten. Dementsprechend halt so sämtliche halt so, sämtlichen Krempel, den ihr halt so in eurem Repertoire habt an Waffen, könnt ihr an das Schiff ranstecken. Aber es gibt jetzt halt eben nichts, was Asperia jetzt halt eben mitliefert als spezielle Komponente, die kopiert wurde. Exakto. So, nächste Frage ist halt so, Star Citizen wird ja weitere Basentypen enthalten, das heißt halt so den Vanduul-Handelsposten oder geheime Schmuggler-Asteroiden. Wird das einen Einfluss auf die Vanduul-Schiffe haben?
Tja, leider ist auch vorher eigentlich schon beantwortet worden mit dem Transponder. Leider ist es so, natürlich kannst du mit einem Vendrell-Replikaschiff auch nicht auf solchen Vendrell-Basen landen oder Handelsposten. Das ist nicht möglich. Offenbar nicht, weil sie wissen direkt halt so, wer angeflogen kommt und werden euch einfach direkt abschießen. Das heißt halt so, nein, leider nicht. Und da gibt es auch keine Basen, die so aussehen oder Hangar, die man quasi später kaufen wird. Alles das wird es nicht geben. Genau. Letzte Frage in diesem Q&A war, werden Spieler Blades oder Glaives oder Scythe erobern und für Menschen umbauen können? Ja, es ist geplant, dass eine Mechanik zustande kommt, dass es möglich ist, halt solche Schiffe aufzusammeln und ja, die auch umzubauen. Das ist halt so die Sache, vielleicht entsteht da halt später in-game ein großer Handel für. Das wäre auf jeden Fall interessant. Allerdings ist es halt eben so, dass die Mechanik bisher nicht implementiert ist. Das heißt, es ist halt eben alles noch im Wandel. Wir werden sehen, wie das sich nachher darstellt. Im Wandul. Ha, ha. Na, es wird, ich schätze mal, die werden das quasi als Handelszweig eröffnen. Etablieren, das, ja. Das wäre eine spannende Mechanik für Trading, so solche Schiffe einzusammeln, umzubauen, für Menschen nutzbar zu machen, vielleicht Komponenten einzubauen von, ja, die Huts liefern, andere Systeme, einen anderen Stuhl reinzubauen, einen Steuersitz vielleicht auch. Das wären alles so Mechaniken, die man da halt einfach verkaufen kann und damit hat das Schiff halt plötzlich einen Handelswert. Absolut. Allerdings halt alles hochspekulativ, dementsprechend halt so, bitte zitiert uns jetzt hier nicht. Ja, liebe Freunde, das war's mit diesem Q&A jetzt hier für die Vandal Blade. Ja, und wie immer halt so, liked uns, disliked uns, wenn ihr gerne mögt. Oder halt so, schreibt uns in die Kommentare, was ihr sehen wollt, was ihr nicht sehen wollt. Und abonniert unseren Channel, das hilft uns wirklich sehr weiter. Oder wenn ihr uns direkt persönlich unterstützen wollt, guckt mal auf Patreon vorbei, halt, wenn da was für euch dabei ist. Würde uns sehr freuen. Jetzt fummel nicht wieder mit deinem Finger. Ja, ich weiß, es ist immer so schnell, ich versuch's einfach nur nachzuvollziehen. Ja, okay, wunderbar. Dementsprechend sagen, Weezum Dozer euch jetzt wie immer, see you on the flight deck!